Sommergespräche auf OE24TV. Heute zu Gast Herbert Kickl. Der Parteichef der FPÖ stellt sich den Fragen von Wolfgang Fellner. Jetzt Sommergespräche auf OE24TV. Ja, und jetzt habe ich rasch das Studio gewechselt und im Ambiente der Sommergespräche zum letzten Sommergespräch dieses Jahres Herbert Kickl bei mir. Schönen Abend, Herr Kickl. Schönen guten Abend. Der letzte soll der erste sein. Also Schluss mit den Sommergesprächen und auf geht's in den politischen Herbst. Den haben Sie heute ja in einer Pressekonferenz schon eingeläutet oder eingebebt, könnte man sagen, nach Ihrem Auftritt zu schließen. Und wenn ich diese PK heute richtig verstanden habe, dann sitzen Sie mir fassungslos gegenüber. Zum ersten Mal in Ihrem Leben sind Sie fassungslos. Ich weiß gar nicht, wie ich Sie da interviewen soll als fassungsloser Herbert Kickl. Also ich habe nicht gesagt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben fassungslos bin, aber es ist einer der seltenen Fälle, wo man wirklich sehr, sehr nachdenklich wird, wenn man das analysiert, was die Regierung gestern aufgeführt hat. Was macht Sie fassungslos, Herr Kickl? Ja, es ist diese unglaubliche Form von Verantwortungslosigkeit, mit der die Bundesregierung agiert, jetzt auch in dieser Herausforderung Corona im Herbst. Das, was da gestern geboten wurde, ist aus meiner Sicht ein Schurkenstück der allerersten Ordnung, weil die Bundesregierung nicht in der Lage ist, ihr fulminantes Scheitern im Zusammenhang mit ihrer Corona-Strategie, vor allem mit der Impfstrategie, wo sie ja alles auf einen Joker gesetzt hat, der nicht sticht, im wahrsten Sinne des Wortes, das zuzugestehen. Und stattdessen macht sie was ganz was anderes. Stattdessen treibt sie den Keil weiter in die Gesellschaft hinein. Kurz und Mückstein, ist es wirklich nicht so blöd, den Versuch zu unternehmen, jetzt die Geimpften gegen die Ungeimpften und die Ungeimpften gegen die Geimpften aufzuhetzen. Das alles dient nur dem Ziel, von den eigenen Versäumnissen und den eigenen Fehlern in der gesamten Strategie abzulenken. Denn Kurz und Mückstein waren diejenigen, die den Menschen vor dem Sommer völlig haltlose Versprechen gemacht haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Kritiker recht gehabt haben und dass einmal mehr die Bundesregierung ja, auf der Verliererseite steht. Jetzt sind Sie ja der Häuptling lockere Zunge, könnte man sagen, in der österreichischen Innenpolitik. Aber wenn Sie sagen, das ist das größte Ausmaß an Skrupellosigkeit, das Sie bisher erlebt haben, dann kommt man das schon ein bisschen übertrieben vor. Was ist da skrupellos, bitte? Die Skrupellosigkeit besteht darin, den Menschen permanent Versprechen zu machen, die in Wahrheit haltlos sind. Und das haben Kurz und Mückstein vor dem Sommer getan. Ich darf nur daran erinnern, dass es der Bundeskanzler selbst gewesen ist, der gesagt hat, für die Geimpften ist die Pandemie vorbei. Das stimmt, ja. Und jetzt stellt sich heraus, nichts davon stimmt, das Gegenteil ist wahr. Und man fährt fort, diese falschen Versprechungen wieder zu tätigen, indem man jetzt sagt, naja, zwei Impfungen reichen zwar nicht aus, aber wenn du die dritte nimmst, also zweimal war nichts und beim dritten Mal wird aus dem gleichen Zeug sozusagen dann die Erlösung. Das ist die gleiche Lüge, die man vor dem Sommer den Menschen aufgetischt hat und das bezeichne ich als skrupellos. Und die zweite Skrupellosigkeit besteht dann darin, dass man den Begriff einer Pandemie der Ungeimpften jetzt einführt und damit die Gesellschaft spaltet. Und jetzt müssen wir nur eine Sekunde über diesen Begriff nachdenken. Wie stelle ich denn fest, ob jemand infiziert ist oder nicht? Das stelle ich dadurch fest, dass ich ihn teste. Und wenn ich keinen Geimpften teste, sondern nur Leute, die ungeimpft sind, ja, dann ist es kein Wunder, dass bei den Testungen dann auch nur Infizierte gefunden werden, die nicht geimpft sind. Und mit diesen manipulativen Techniken wird gearbeitet. Das ist ein einziger Betrug an der Bevölkerung und das nenne ich skrupellos. Herr Kickl, ich widerspreche Ihnen ungern, weil ich Sie sehr schätze. Sie widersprechen mir gern. Nein, ich widerspreche Ihnen auch gerne, wenn es so sein muss, aber heute ungern, aber jetzt mittlerweile gerne. Ja, erklären Sie mir doch einmal, wenn Sie also jetzt die Belegung der österreichischen Intensivstationen sehen, ja, und Sie wissen, dass dort 90% Ungeimpfte liegen, über 90%, und weniger als 10% Geimpfte, obwohl 2/3 der Bevölkerung geimpft sind. Ja, da muss diese Impfung ja wohl wirken, verdammt noch einmal. Sonst waren dort ja 70% Geimpfte und 30% Ungeimpfte. Also da stehen Sie irgendwie meiner Meinung nach auf einem wackeligen Ast, wenn Sie behaupten, dass ein Ungeimpfter... Sie werden mir jetzt sicher ganz genau sagen können, woher Sie diese Zahlen haben. Ja, natürlich. Die stammen vom Gesundheitsstadtrat Hacker in Wien.
Ja, das ist aber sehr interessant, weil nämlich der zuständige Gesundheitsminister in einer parlamentarischen Anfrage, wo wir genau danach gefragt haben, wie ist der Status auf den Intensivstationen und bei der Hospitalisierung, wie viele davon sind ungeimpft, wie viele sind einmal geimpft, wie viele sind zweimal geimpft, wissen Sie, welche Auskunft gegeben hat? Na, dass er es nicht weiß. Dass er es nicht weiß. Weil er es noch nicht in der Lage war, seine österreichischen Spitäler zusammenzuzählen. Das ist der Stand der Dinge. Ja. Das ist der Stand. Aber die Wiener sind in der Lage, es zusammenzuzählen und sagen, 90% sind ungeimpft. Herr Fellner, sind das die Wiener, die uns die ganze Zeit in den letzten Monaten erzählt haben, dass die Spitalskapazitäten im Intensivbereich kurz vor dem Zusammenbruch stehen? Sind das die? Sind das dieselben Wiener, wo man dann draufgekommen ist, als man nachgefragt hat, dass wir zu keinem Zeitpunkt in diesen letzten Monaten eine größere Belastung gehabt haben als 76%? 76% und 100% ist ein ziemlicher Unterschied. Mhm. Wissen Sie was? Ich glaube diesen Leuten kein Wort mehr. Die manipulieren sich die Wirklichkeit zurecht. Und das ist die nächste Skrupellosigkeit. Und da sage ich Ihnen auch eines, da sind Sie übrigens alle gleich. Da sind die Roten gleich, wie die Schwarzen oder Türkisen, je nachdem, wie man es will. Und die sind gleich wie die Grünen und die Neos kann man in jüngster Zeit auch gleich dazu zählen. Die sind zwar eine liberale Partei, aber wissen nicht mehr, was Freiheit heißt. Ja, also ich stimme Ihnen ja völlig zu, Herr Kickl, wenn Sie sagen, wir brauchen faktenbasierte Daten. Wir wollen endlich wissen, wie viele Geimpfte und wie viele Nichtgeimpfte sind auf den Intensivstationen. Aber wenn es wirklich so ist, dass 90% dort Ungeimpfte sind, dann müssen Sie doch schon langsam umdenken, Herr Fellner, mit Ihrer Anti-Impfungsstrategie. Jetzt sage ich noch einmal, es ist nicht so. Und schauen wir doch dorthin, wo mit transparenten Zahlen gearbeitet wird. Schauen wir dorthin und dann sind wir in Israel. Und dort bietet sich ein völlig anderes Bild. Und Israel ist einfach, sage ich mal, ein, zwei Schritte weiter, weil die israelische Regierung begonnen hat, der eigenen Bevölkerung früher die Daumenschrauben anzulegen, als das dann kurz gemacht hat. Der ist ja dann hingefahren, hat sich das angesehen und Israel war das gelobte Impfland. In letzter Zeit hört man sehr wenig davon. Einfach deshalb, weil dort die Zahlen schwarz auf weiß etwas anderes belegen. Dort, und das können Sie in internationalen wissenschaftlichen Publikationen nachlesen und nicht auf irgendeinem Castzettel vom Gesundheitsstadtrat Hacker, dort ist es so, dass der Großteil derer, die in den Intensivstationen liegen und die schwere und kritische Verläufe haben, dass das Leute sind, die doppelt geimpft sind. Und noch dazu, in einer Altersklasse von 60 plus. Also der Großteil der doppelt Geimpften mit schweren Verläufen sind in der Altersklasse 60 plus. Und das ist genau die Altersgruppe, wo uns die ganzen Herrschaften seit vielen, vielen Monaten erzählen, die müssen wir impfen, damit wir sie besonders schützen. Also wenn ich zu einem solchen Ergebnis komme, dann kann ich nur sagen, dieser Schuss geht nach hinten los. Und Schuld ist eine Regierung, die den Menschen etwas anderes versprochen hat. Und jetzt frage ich Sie etwas. Wenn Sie den Begriff vollimmunisiert hören, was denken Sie, was Sie dann sind? Sie sind vollimmunisiert, weil Sie geimpft sind. Was heißt das? Das heißt, dass ich zumindest keinen schweren Verlauf einer Corona-Ansteckung-Krankheit haben werde, dass ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht im Spital und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht auf der Intensivstation. Jetzt machen Sie das Gleiche, was die Bundesregierung macht. Jetzt reden Sie sich die Wirklichkeit schön. Weil der Begriff vollimmunisiert von jedem so verstanden wird, dass wenn ich vollimmunisiert bin, dann bin ich voll geschützt. Sonst macht dieser Begriff keinen Sinn, weil da möchte ich nämlich nicht wissen, wie man jemanden bezeichnet, der eine normale Impfung bekommt, die wir kennen, wo man sie nicht anstecken kann, wo man nicht mehr krank werden kann und wo man das Ganze nicht weitergeben kann. Wie bezeichnet man denn dann das? Herr Kickl, noch einmal zurück zur Frage. Ja, aber das ist ja eine wichtige Sache, oder? Also wir sind uns beide einig, wir brauchen endlich verlässliche Daten aus den Spitälern. Weil so wie derzeit kann man das nicht diskutieren. Herr Fellner, völlig auf ihrer Linie. Ja, aber da frage ich jetzt das Nächste. Ja. Glauben Sie, dass wir in einem Land, das von sich immer in Anspruch nimmt, dass man eigentlich eines der modernsten dieser Welt ist, wir haben eines der modernsten Gesundheitssysteme und so weiter, glauben Sie, dass man bei ein bisschen gutem Willen es in 1,5 Jahren nicht zustande bringen könnte, solides Zahlenmaterial zu liefern? Oder könnte das glaube ich beim bürokratischen Zustand unserer Spitäler sofort. Oder könnte es nicht sein, dass man eigentlich gar kein Interesse daran hat, sondern dass man eigentlich dieses Instrument sehr, sehr gerne benutzt, um zu manipulieren? Ja, aber Herr Kickl, jetzt wollen wir nicht in die Verschwörungstheorien abgleiten. Sagen Sie mir bitte jetzt, Sie haben das sicher genau recherchiert,
Was ist ein Covid-Patient auf einer Intensivstation? Was muss der haben? Was heißt, was muss der haben? Ja, was muss der haben? Na, der muss eine Covid-Ansteckung haben, einen positiven Covid-Test. Einen positiven Covid-Test? Ja, natürlich. Also das heißt, wenn ich beim Bergsteigen vom Berg runterfalle, in die Intensivstation komme und zufälligerweise einen positiven PCR-Test habe. Sehen Sie dort habe, möglicherweise als Covid-Patient? Möglicherweise, ja, oder aber das, das ist wirklich ein Randthema, Herr Kickl, weil erstens, Randthema. Sie fallen von keinem Berg, ich kenne Sie als Kletterer. Da haben Sie recht. Und zweitens, Sie haben kein Covid. Nein, also, aber das ist ein, das ist ein entscheidender Punkt. Ja. Weil wenn wir jetzt bei einem Punkt sind, wo die Regierung sich hinstellt und sagt, wir haben jetzt überhaupt die allergrößte Entdeckung gemacht, wir haben einen neuen Steuerungsmechanismus. Ja? Und dieser Steuerungsmechanismus heißt Belegung der Intensiv. Genau, zu dem Grund. Ja, dann müsste man mal ganz genau sagen, ja, wann ist ein Intensivbett mit einem Covid-Patienten belegt? Und jetzt haben wir genau das gleiche Problem bei diesem ach so genauen Steuerungsinstrument, das wir bei den Infektionen haben. Man hält nicht auseinander, ob jemand einen positiven Test hat, damit sozusagen infiziert ist, oder ob er tatsächlich erkrankt ist. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber das ist ein Intüpfelreiterei, weil das betrifft 0,5%, die vielleicht Grenzfälle sind. Das betrifft nicht 0,5%, das betrifft viel, viel mehr, so wie es bei den Infektionszahlen natürlich auch viel, viel mehr betrifft. Und weil damit die Zahlen künstlich in die Höhe getrieben werden. Und das braucht die Regierung, weil sonst funktioniert ihre ganze Angstpropaganda nicht. Und ohne Angstpropaganda kann sie da erlösen. Aber Herr Kickl, ich verstehe auch die Erlösergeschichte und so weiter, das verstehe ich alles, aber darf ich nur mal zum Thema zurückkommen. Wenn wir also jetzt Daten bekommen und wenn sich tatsächlich herausstellt, dass 90% der Intensivpatienten Ungeimpfte sind, ändern Sie dann Ihre Impfstrategie und sagen Sie, jetzt bin ich auch dafür, dass geimpft wird? Das ist ungefähr so eine Frage, wenn man Sie mir fragen, wenn sich jetzt herausstellen würde, dass Wasser nicht nass ist, ändern Sie dann Ihre Strategie? Ich werde meine Strategie nicht ändern müssen, sondern die Regierung wird ihre Strategie ändern müssen. Ich glaube, sie wird es nicht tun. Sie müsste es tun, wenn sie fair ist, wenn sie mit der eigenen Bevölkerung fair ist. Sie wird es nicht tun. Es wird erst Wahlen brauchen, um diese Bevölkerung ihr die Möglichkeit zu geben, diese Regierung aus dem Amt zu jagen. Aber Herr Kickl, noch einmal die Frage. Sie sitzen derzeit im Boot der Nicht-Geimpften. Ja? Mhm. Mit Ihnen sitzen wahrscheinlich 70-80% laut Umfragen der FPÖ-Wähler in diesem Boot, weil sie Ihnen vertrauen, weil sie sagen, der Kickl ist gescheit, was der sagt, hat Hand und Fuß. Das heißt, Sie sind schuld daran eigentlich, dass wir hier nicht dänische Verhältnisse haben, dass nicht 80% der Österreicher geimpft sind, sondern nur 62%. Würden die FPÖ-Wähler alle impfen gehen, was mit ein bisschen an positiven Zuspruch ihrerseits wahrscheinlich möglich wäre, hätte man das Problem weg, wären freie Bürger, könnten ein normales Leben führen, so wie die Dänen. Also ich habe manchmal das Gefühl, Sie und ein paar andere, Sie leben in einem Paralleluniversum. Sie ignorieren offenbar völlig das, was sich dort abspielt, wo wir diese hohen Impfquoten haben. Ich weiß nicht, Sie haben doch vor einigen Wochen oder Monaten selber noch in Ihrem Sender Israel auf- und abzelebriert. Ich glaube, Ihre Journalistenkollegin, die Frau Daniel, ist mit dem Kanzler im Flugzeug gemeinsam nach Israel geflogen, um sich das alles anzuschauen. Seit einigen Wochen höre ich nichts mehr von Israel. Aber Sie sollten genau hinschauen. Sie sollten dort genau hinschauen, weil dort sehe ich, was sich abspielt mit diesen hohen Impfquoten, die angeblich die Befreiung sind. Jetzt erzählt man den Leuten, naja, wir haben uns vielleicht geirrt, 2 Dosen genügen nicht, wir brauchen eine dritte. Hat vor ein paar Monaten noch ganz anders geklungen. Das Problem ist nur, der Impfstoff, den Sie bei der dritten Dosis bekommen, ist genau der gleiche, den Sie die beiden Male vorher bekommen haben. Und die israelischen Wissenschaftler, die auch die Regierung beraten, ich habe das heute in der Pressekonferenz zitiert, die sagen, selbst die dritte Impfung, der Booster, selbst wenn es ihnen gelingen würde, 2/3 der über 60-Jährigen jetzt zu impfen mit dieser dritten Impfung, würden sie maximal 1 bis 2 Wochen Zeit gewinnen und dann haben sie die Welle wieder. Das heißt, die Wirksamkeit dieses Impfstoffes ist in fahrlässiger Weise nach außen hin übertrieben worden. Und das ist die Verantwortung, die die Regierung trifft. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute, weil sie ja glauben, sie sind voll immunisiert, dann sozusagen ja, sich selbst in Gefahr begeben und natürlich auch dann diese Ansteckungskette weiter betreiben. Und diese Verantwortung trifft die Regierung, nicht die Geimpften. Die haben sich ja darauf verlassen, dass das stimmt, was ihnen die Politiker, der Herr Gesundheitsminister, ein Arzt, wo sie dann herausstellt, dass er nicht
weiß, was mit einer Impfung passiert, wenn man sie in den Körper injiziert. Ja? Also die haben sich auf diese Leute verlassen. Und diese Leute haben ihnen Dinge erzählt, von denen sie ganz genau gewusst haben, dass sie nicht stimmen. Und das ist Betrug. Und es ist mein großes Ziel. Ich sage Ihnen das sie ganz sagen, ehrlich. Das diese ist Leute, Betrug, was der diese Leute, und der diese Leute nicht das ist Betrug. Diese Leute, ja. Sie sagen, nur, das ist Betrug. Diese Leute nicht nur demokratisch abzustrafen, sondern mit der FPÖ auch dafür zu sorgen, dass all die Leute, die hier betrogen worden sind, dass die ihre Gerechtigkeit bekommen. Ja, so ist es. Ich schätze Ihre Wortwahl, Häuptling flotte Zunge, wie ich immer sage, ja, oder Maschinengewehr Gottes oder Maschinengewehr des Parlaments, wie immer man sie bezeichnen will, Hut ab, aber das ist schon eine starke Sache. Sie können doch dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister nicht Betrug vorwerfen, nur weil die Impfung, die auf der ganzen Welt stattfindet, auch in Österreich durchführen, und zwar durchaus mit Erfolg, weil von den Geimpften einfach viel weniger jetzt im Spital sind als von ihren Ungeimpften. Da fährt die Eisenbahn über. Herr Fellner, Sie reden von Dingen, die zahlenmäßig nicht erhoben sind. Naja, also ja, so viel Zahlen ist erhoben, nein, dass so viel Zahlen das sind Gros nicht der Geimpften nicht im Spital ist und das Gros der Ungeimpften, die ja Corona in Jetzt sage ich es Ihnen noch einmal, dass dieses Zahlenmaterial für die Intensivstationen nicht vorliegt. Nehmen Sie es bitte zur Kenntnis, das ist ja nicht meine Erfindung oder eine Statistik des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Naja, wir haben natürlich schon eine Reihe von Zahlen, aber es fehlt uns das große Datenwerk, das Sie einfach. Ja, und jetzt werden Sie noch etwas sehen. Richtig. Und dann schauen wir einfach wie in einer Art Zeitmaschine, zwei, drei Monate nach vorne und dann sind wir wieder in Israel, weil die haben ja vor uns begonnen. Ja, und dann sehen Sie, was sich dort entwickelt. Sie sehen dort Anfang September eine Rekordzahl an Infektionen. Jetzt erklären Sie mir bitte, wie das geht bei dieser hohen Durchimpfungsrate. Wie geht Sie haben viele gute Punkte. Ja, wie geht das? Aber ich möchte Sie lieber fragen, ob Sie ernsthaft in dieser Sendung den Vorwurf erheben, dass der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister die Österreicher betrogen haben. Schauen Sie, wenn man sich ein bisschen mit diesen Dingen auseinandersetzt und auseinandergesetzt hat, die Pharmaindustrie, zum Beispiel Pfizer, selber im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Impfstoffe publiziert hat und was die Vertreter dieser Firmen in den entsprechenden Aussagen, vieles davon im amerikanischen Fernsehen, was die getätigt haben, dann werden Sie draufkommen, dass diese Herrschaften viel, viel zurückhaltender und viel, viel vorsichtiger gewesen sind, als es die österreichischen Politiker sind. Na, das ist ich immer so, dass ein Wissenschaftler vorsichtiger ist als ein Politiker. Ja, das gilt aber für was? Sie insbesondere Moment, aber auch. Aber was bedeutet das dann? Was bedeutet das dann, wenn ein Bundeskanzler und ein Gesundheitsminister im Wissen darum, dass die Dinge eben nicht so festzumachen sind, wie er es gerne hätte, dass das alles so super funktioniert und dass nach der zweiten Impfung die Pandemie für die Geimpften vorbei ist und dass man dann voll immunisiert ist, im Wissen, dass das nicht einmal die Pharmaindustrie sagt, in diesem Wissen sich vor die Bevölkerung hinstellt und ihnen sagt, es ist aber so. Lasst euch zweimal impfen und für sie ist die Pandemie vorbei. Lasst euch impfen und das Leben ist wieder normal. Lasst euch impfen und ihr seid sozusagen aus dem Schneider. Und wenn ich das eine weiß und das Gegenteil davon sage, um da irgendwie politisch punkten zu können, dann ist das ein Betrug an der Bevölkerung. Aber Herr Kegel, viele Leute sagen, das ist gefährlich, was Sie da machen. Sie hussen die Österreicher auf, sich nicht impfen zu lassen. Nein, das und das wird dazu führen, dass die Pandemie explodiert bei uns in den nächsten Wochen. Ich bin ja froh, dass die Leute, oder ich bin eigentlich überrascht, muss man sagen. Ich bin ja überrascht darüber, welche Macht der eine oder andere Vertreter in den Medien oder auch der anderen Parteien, dem Parteichef Kickl, von dem man noch vor kurzem gesagt hat, der wird die FPÖ in die Einstelligkeit führen, welche Macht man mir plötzlich zutraut. Ich lehne die Impfung nicht ab. Man muss ehrlich sein mit den Menschen. Man muss ehrlich sein mit den Menschen. Und das, was ich nicht verstehe, ist, dass sich in Österreich so viele so schwer tun, egal ob es in der Politik ist oder in den Medien, die Freiheit des Einzelnen zu akzeptieren. Jeder, der glaubt, dass die Impfung für ihn gut ist, jeder, der glaubt, es ist es das Risiko wert, Nebenwirkungen zu bekommen, vielleicht langfristig irgendwo Schaden zu nehmen. Jeder, der glaubt, dass seine persönliche Entscheidung rechtfertigt ist, dass er Ja sagt zu dieser Impfung, der soll das tun. Aber bitte, Freiheit bedeutet immer, sich für etwas entscheiden zu können
oder auch dagegen. Und wenn ich mich dagegen entscheide, dann darf daraus für denjenigen, der diese Entscheidung trifft, kein Nachteil erwachsen. Sonst macht der Begriff der Freiheit keinen Sinn. Und das ist das, was mich beängstigt, weil sich hier totalitäre Züge in diesem Land durchzusetzen beginnen, wo man die Leute in die Impfung hineinzwingt. Und was anderes ist es nicht. Wenn im niederösterreichischen Landesdienst Lehrer angestellt werden, haben wir eh viel zu wenig. Ja, wir haben gigantische Bildungslücken aufzuholen durch diese Lockdown-Politik, die unverantwortliche. Und dann sagt man, nein, wir nehmen die jungen Lehrer nicht, die jetzt Ausgebildete kommen, weil sie nicht geimpft sind, dann ist das ein Berufsverbot, was hier ausgesprochen wird. Und das auf Basis einer solchen Evidenz, die so schwindlig ist, ja, dass man damit eigentlich gar nicht seriös argumentieren kann. Und ehrlich gesagt, also das verstehe ich nicht. Und da werden wir für die Freiheit kämpfen. Und ich war jetzt überrascht, die Frau Meindl-Reisinger, die da ein bisschen ausgaloppiert ist, um sich über die Freiheitlichen... Sie Fetzen-Deppert genannt, ja, ne? Ja. Fetzen-Deppert. Ja, ja, ja. Und ich habe jetzt dann nachgeschaut, im Parteiprogramm der Liberalen, da gibt es ein schönes Kapitel bei den Neos, da geht es um Grundrechte und Menschenrechte. Und da steht drinnen, wissen Sie, was für ein Satz da drinnen steht? Ja. Im Zweifel immer für die Freiheit. Jetzt, wenn ich die Frau Meindl-Reisinger hernehme, die jetzt im Zweifel gegen die Freiheit entscheidet, dann muss eigentlich die Parteivorsitzende der NEOS ein Parteiausschlussverfahren in ihrem Laden bekommen. Gut, danke, war spannend wie immer. Erste Runde, Herbert Kickl bei den Sommergesprächen. Kurze Werbepause und dann drehen wir noch eine Impfrunde, fragen, ob er selber jetzt geimpft ist oder noch immer nicht und was er von einer staatlichen Impfpflicht hält. Wir sind gleich wieder da. Sommergespräche auf OE24TV. Heute zu Gast Herbert Kickl. Der Parteichef der FPÖ stellt sich den Fragen von Wolfgang Fellner. Jetzt Sommergespräche auf OE24TV. Letzter Tag der Sommergespräche oder letzter Abend der Sommergespräche mit dem wortgewaltigsten Gast, den man bei den Sommergesprächen haben kann. Beim ORF hat er die höchste Quote gehabt, kein Wunder. Herbert Kickl, der Häuptling, lockere Zunge, wie ich zu Sagenpflege oder auch das Maschinengewehr im Parlament. Lieber Herr Kickl, sind Sie eigentlich schon geimpft? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage bekomme. Ja. Meine Antwort bleibt auch die gleiche. Erstens, es geht Sie nichts an. Ja, das ist einmal das Allererste. Gar nichts geht Sie das an. Naja, wenn Sie das selber propagieren, dann wäre ich ja wohl fragen dürfen. Wenn man dauernd gefragt wird. Aber okay, ich bin jetzt jemand, der in der Öffentlichkeit steht und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, nein, ich bin nicht geimpft und ich werde es auch nicht werden. Vielleicht sollte ich auch sagen, also wahrscheinlich bin ich länger nicht geimpft, als Sebastian Kurz Bundeskanzler ist. Möglicherweise, aber Sie sind auf jeden Fall kürzer nicht geimpft als der Herr Heimbuchner, Ihr oberösterreichischer Kollege. Ist das ein Angsthase, weil sich der impfen hat lassen? Nein, überhaupt nicht, aber er wird für sich aus seinen Überlegungen, aus seiner Biografie heraus zur Überlegung gekommen sein, ja, oder zur Entscheidung gekommen sein, dass das für ihn eine gute Wahl ist. Aber Sie müssen immer den zweiten Teil dazu erzählen, weil der Herr Heimbuchner ist zwar geimpft, ja, hat auch diese Erkrankung mit einem schweren Verlauf durchgemacht, aber ist trotzdem ein Vertreter der Freiheit. Und da tun sie dann alle ganz besonders schwer, wenn gerade der Manfred Heimbuchner sagt, er spricht sich gegen jede Form von Impfzwang aus und Recht hat er damit. Gut, also Sie sind nicht geimpft. Sie sind heute, nehme ich an, auch nicht getestet? Nein, ich bin auch nicht getestet, weil es bei Ihnen nicht notwendig ist. Das freut mich ja. Gott sei Dank. Und Sie tragen auch keine Maske. Ja, aber ich sage Ihnen auch etwas, ich habe auch keine Symptome. Aber Sie tragen auch keine Maske? Nein, ich trage auch keine Maske und ich bin weil gesund. Also 1G nach Ihrer... Gesund. Ja, gesund. Also, warum sind Sie eigentlich gegen alles? Und vor allem darf ich die Frage an Sie stellen, ganz naiv. Wie soll man aus dieser Corona-Pandemie herauskommen, wenn Sie gegen alles sind? Ich habe gedacht, Sie haben heute meine Pressekonferenz verfolgt. Habe ich verfolgt, ja. Gesagt, aber dann offenbar nicht bis zum Ende. Wieso? Ja, weil ich Ihnen dort erklärt habe, wie man aus dieser Corona-Pandemie... Bitte, wenn Sie es für die Fernsehzuschauer tun können. Wissen Sie, mich stört es ein wenig mit dem zu sagen, wir sind gegen alles. Sondern wir sind dort, wo die Evidenz zu Hause ist. Ja? Und wenn ich Leute zitiere, weil sie... sagen, es ist möglicherweise gefährlich, sich auf diese mRNA-Impfstoffe einzulassen, dann traue ich mich, mit Ihnen zu wetten, dass die Leute, die ich in den Zeugenstand dafür nennen kann oder bitten kann, dass die prominenter sind als diejenigen, die die Regierung dafür in den Zeugenstand nehmen kann. Man muss halt einfach ein bisschen die wissenschaftliche Literatur lesen. Ich weiß nicht, was der Herr Mückstein als Arzt so gelesen hat an Fachliteratur, allzu viel dürfte es nicht sein, sonst würde er wissen, wie eine Impfung funktioniert. Aber das heißt, wir sind auf der Seite der Evidenz und es wehrt sich alles in mir,
wenn man offenkundige Fakten ignoriert, wenn man Aussagen von wissenschaftlichen Koryphäen einfach so beiseite wischt, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und so weiter, haben wir ja heute bei Ihnen auch schon wieder gehabt, ja, anstatt hinzuschauen, nachdenklich zu werden und die Maßnahmen anzupassen. Und das wollen wir. Das war jetzt sehr philosophisch und jetzt darf ich Sie ganz praktisch fragen, wie kommen wir aus der Pandemie heraus? Ich bin nicht gegen das Testen, sondern wir haben gesagt, testen wir bitte die Symptomatischen. Das macht dann Sinn. Wenn jemand Symptome hat, dann gehört er getestet. Dann mache ich im Übrigen auch das, was die WHO selber empfiehlt im Zusammenhang mit den Tests. Nur muss man dann die Tests auch mit einer ärztlichen Diagnose kombinieren. Das ist das Erste. Übrigens Geimpfte gleichermaßen wie Ungeimpfte. Wenn sich herausstellt, dass der Test positiv ist und wenn die Diagnose Covid-19 heißt, dann sollte man diese Leute logischerweise auch in Quarantäne geben, aber mit einer frühzeitigen medikamentösen Behandlung beginnen. Und jetzt schaut man sich heute ein bisschen um auf dieser Welt und dann kommt man drauf, Moment einmal, es ist ja nicht überall so, dass man eine impffanatische Regierung hat, sondern da gibt es auch Regierungen, die setzen auf diese frühzeitige Medikation und da gibt es eine Reihe von Medikamenten, die jetzt schon am Markt sind und einige sind offenbar kurz davor zugelassen. Die meisten sind erst in Entwicklung, wie das von Herrn Benninger. Und sie können damit die Rate der Hospitalisierungen und damit die schweren Verläufe deutlich nach unten bringen. Das ist einmal eine wesentliche Komponente. Also Sie setzen auf Medikamente statt Impfung. Derjenige, der krank ist, der Symptome hat, der dann per Test auch erkannt wird, der soll medikamentös behandelt. Genau. Man macht es einen Sinn, wenn ich die Leute teste und sage, okay, sie sind jetzt positiv, sie haben Corona und dann lasse ich sie daheim herumliegen und dann können sie im Internet herumschauen, was vielleicht gut ist oder nicht, aber ich beginne sie nicht zu behandeln, sondern ich warte erst einmal, bis es sich möglichst verschlimmert und wenn sie dann im Spital sind, dann fange ich an, ihnen herumzudoktern. Ich glaube, wenn man hier frühzeitig eingreifen würde und es gibt ja genügend Beispiele auf dieser Welt, wo das erfolgreich ist, dann würde man schon sehr, sehr viel erreichen. Ich bin gegen jeden Zwang, was das Impfen betrifft. Ich halte es für einen absoluten Wahnsinn, was man da aufführt. Aber wenn jemand für sich selbst die Entscheidung trifft, dass er glaubt, es ist gut für ihn, er braucht das, ja, dann soll man das machen. Das Gleiche gilt für die Maske. Es ist evident, dass diese Masken keinen Sinn machen in der breiten Verwendung. Das können Sie nachlesen in der amerikanischen Gesundheitsbehörde in ihren Studien bei der WHO. Das kann man ja nicht einfach so wegwischen. Aber wenn jemand glaubt, dass ihm die Maske was bringt, dass ihn das schützt, dann soll er sie bitte verwenden. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn das jemand macht, aber dann bitte soll der andere auch kein Problem haben, wenn meine Entscheidung eine andere ist. Ich würde viel, viel mehr Geld dafür in die Hand nehmen, die medikamentöse Entwicklung weiter zu treiben. Und ich glaube, dass es auch einen Sinn macht, im Bereich der Impfstoffentwicklung auf die Totimpfstoffe zu gehen. Sie wissen wahrscheinlich, welches Land am allermeisten Menschen geimpft hat? Malta oder so irgendwas? Nein, in der China. Ne? China? Logischerweise. Die Chinesen, ja, über 2 Milliarden, aber mit Totimpfstoffen, Herr Fellner, mit Totimpfstoffen. Ja? Das heißt, auch hier ginge etwas, aber interessanterweise haben wir eine totale Fokussierung auf diese mRNA- und Vektortechnologie. Die Sie nicht wollen. Nicht ich, sondern von der Sie sagen, die nicht ich, soll man nicht zwangweise verschreiben. Moment einmal, von der die Erfinder sagen, die Leute, die das entwickelt haben, dass dieses Ding möglicherweise ganz gefährliche mittel- und langfristige Folgen hat. Und ehrlich gesagt, ist das für mich eine Stimme, die ich viel, viel mehr ernst nehme, wenn das jemand sagt, der dieses Ding mitentwickelt hat und der aus der Impfstoffforschung kommt, als wenn das ein paar gekaufte Vertreter des Rotkreuz oder von sonst irgendwo in Österreich, die sich da als Regierungsberater aufspielen, wenn mir die das Gegenteil erklären. Also, wenn man der Erfinder der Atombombe sagt, Achtung, oder der Kernspaltung, das kann gefährlich sein, das kann noch hinten losgehen, seid vorsichtig, dann nehme ich diese Stimme ernster, als wenn man irgendein Physiklehrer das Gegenteil erklärt. Herr Kegel, darf ich kurz noch einmal persönlich werden und sagen, wie komme ich dazu, als einer, der geimpft ist, als einer, der jetzt ein normales Leben wieder will, als einer, der einfach in die nächste Gastro hineinspazieren will, ohne sich 100-mal auszuweisen, mir von Ihren Anhängern da eine nächste vierte Welle aufoktroyieren zu lassen, nur weil sie die weigern, impfen zu gehen. Wie komme ich dazu?
Wie komme ich dazu, deren Intensivstation zu zahlen? Wie komme ich dazu, das ganze Theater bis zu einem möglichen Lockdown über mich ergehen zu lassen? Da war ja jetzt relativ viel Blödsinn in einer Frage drin. Das war eine gewisse Wut gegen diese Aluhutträger. Aber jetzt werde ich ja mal persönlich werden, Herr Fehner. Bitte, gerne. Wie komme denn ich dazu oder wie kommen denn andere dazu? Ich sage einmal so, andere lässliche Lebensgewohnheiten, Dinge, die nicht gesund sind, die dann dazu führen, dass irgendjemand, weiß ich nicht, Diabetes hat, weil er halt einen ungesunden Lebensstil pflegt, weil er raucht oder Ähnliches, das zu finanzieren. Dass wir uns dazu entschieden haben, ist Teil unseres solidarischen Gesundheitssystems. Und wer das in Frage stellt, egal in welchem Zusammenhang, der macht die Büchse der Pandora auf, weil dann können Sie jeden gegen jeden ausspielen. Und das ist genau dieses Keil hineintreiben der Gesellschaft. Das machen aber jetzt Sie und nicht ich. Und das Zweite ist, diese Frage, wie kommen Sie denn dazu? Dieses ganze Argument hängt an einer Voraussetzung, dass nämlich ein Vollimmunisierter wirklich ein Vollimmunisierter wäre. Aber das ist nicht so. Das genau ist ja das Problem. Sie sind geimpft und wenn ich mich impfen lassen würde, Herr Fehlner, dann kann ich Sie trotzdem anstecken. Und genau das ist das Problem dabei. Deswegen geht Ihr Argument ins Leere. Wie immer, wenn ich mit Ihnen diskutiere. Aber so nur nebenbei. Kommen wir mal zurück zu Ihrer Pressekonferenz heute früh und damit an den Beginn dieses Sommergesprächs. Sie sind ja wütend auf die Regierung. Sie sagen, das, was da heute als Maßnahmenpaket gestern präsentiert wurde, ist unbrauchbar. Sie haben von Schutzhaft für Nichtgeimpfte gesprochen. Also Sie sind einerseits ein vehementer Kritiker der 2G-Regelung, wenn ich das richtig verstanden habe, und des Stufenplans nach den Intensivbetten. Und Sie sind andererseits auch ein vehementer Kritiker der Maskenpflicht, die ja gleich mit der ersten Stufe nächste Woche schon kommen. Ja, Sie meinen die Maskenpflicht für die Ungeimpften? Genau, die Maskenpflicht für die Ungeimpften, die in etwa 10 Tagen, wenn die Entwicklung so weitergeht, eintreten wird. Dann werden unter anderem Sie eine Maske tragen müssen, wenn Sie in den Hornbach hineingehen. Ich nenne das die Spaltung der Gesellschaft. Das ist jetzt sozusagen die ganz offizielle Kennzeichnung der Ungeimpften. Schau, ein Ungeimpfter, nicht? Einer der Bösen. Und deswegen bin ich auch so wie einmal wütend auf diese Regierung, weil man genau mit solchen Maßnahmen die Menschen gegeneinander ausspielt. Aber ich glaube, die Leute sind viel gescheiter. Die haben das schon erkannt. Die einen haben erkannt, die Ungeimpften, dass sie Opfer dieser Regierung sind, weil sie sozusagen dafür, dass sie gesund sind, Schritt für Schritt aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Leben zurückgedrängt werden sollen. Und die anderen haben erkannt, dass sie Risiken in Kauf genommen haben, Nebenwirkungen. Ist ja nicht so, dass es nicht welche gäbe. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt Leute, die sich impfen haben lassen und denen es ganz dreckig gegangen ist, in ganz verschiedener Art und Weise. Und viele haben sich Wochen danach noch nicht errappelt, ja, die das Risiko von möglichen Langzeitfolgen eingehen und trotzdem weiter sich anstecken können, weiter krank werden können, weiter schwer krank werden können und das Virus weitergeben können und auch die Mortalität. In Israel bitte nicht bessern, aber von Mitte Juni bis Ende August sind 2/3 aller gestorbenen Leute, die zweifach geimpft sind. So, die sind ja auch betrogen worden und das erkennen mehr und mehr Leute und sagen, Moment einmal, wir lassen uns ja jetzt nicht gegeneinander aufhetzen, weil die wahren Sündenböcke, die sitzen dort oben und mit denen wird politisch abzurechnen sein bei den nächsten Wahlen. Der Stufenplan macht Sie ja wütend. Ja? Ich nehme an, Stufe 1 macht Sie schon wütend mit der Maskenpflicht, aber Stufe 2 und Stufe 3 müsste Sie ja mehr oder weniger hier beim Studiodach hinaustreiben. Stufe 2 heißt keine Nachtgastro und keine Veranstaltungen mehr für Ungeimpfte. Stufe 3 heißt wahrscheinlich im Endeffekt keine Gastro mehr. Das heißt, man wird den Wirt ums Eck nicht mehr besuchen dürfen als Ungeimpfter, vom Ton und Co. und vom McDonalds ganz zu schweigen. Ja, Herr Fehlner, was mich wütend macht, ist, dass das alles nichts bringt. Und Sie werden sehen, dass ich Recht behalte, wenn ich sage, selbst wenn diese Maßnahmen in Kraft treten, wird die Zahl der Infektionen weiter nach oben gehen, die Hospitalisierungen werden steigen. Und alles das geht dann auf die Kappe des Bundeskanzlers und seines unfähigen Gesundheitsministers. Genau das wird passieren, weil man nicht bereit ist, dieses Gleis, auf dem man sich einmal gestört hat, zu verlassen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, zu schauen, was die Forschungsergebnisse aktuell Neues zutage fördern. Weil wenn man dazu bereit wäre, dann würde man wissen, und jetzt bin ich wieder in Israel, und dort sagt das der zuständige Premierminister in den Kabinettssitzungen auch so, dass gegenwärtig die gefährdetste Gruppe von allen die sind, die zweifach geimpft sind.
Und wenn das der israelische Ministerpräsident war, ja, dann brauchen Sie nicht glauben, warum dass das die gefährdetste Gruppe sein? Weil sie sich in Sicherheit wägen und sie untereinander alle anstecken. Und in Deutschland haben wir auch schon die Diskussion, da hat jemand einen sehr gescheiten Begriff geprägt, der hat gesagt, das sind die Stealth-Bomber der Infektion. Die fliegen unter dem Radar, die fühlen sich sicher und dann werden sie sich halt in den Nachtclubs, wo dann nur mehr die Geimpften sind, gegenseitig weiter infizieren und das Ganze geht weiter. So kommen wir aus diesem Schlamassel nicht heraus. Ja, Sie glauben tatsächlich, dass die Nachtclubs weiter auch für Ungeimpfte geöffnet sein sollen? Ja. Sie haben ja heute ein paar Mal unterschwellig von der Nazizeit irgendwie angehen lassen. Sie haben von Schutzhaft gesprochen, etc. Also da waren heute einige harte Unterstellungen gegen Ich glaube, dass die Nachtgastronomie, diese Keule, mit der man da schwingt, ist ja nur ein weiterer billiger und leicht durchschaubarer Versuch, vor allem die Jugendlichen hier in die Impfung hineinzutreiben. Ja, und das ist ja der nächste Akt der Verantwortungslosigkeit, weil ihnen, und das weiß man, das ist gesichertes empirisches Wissen, dass die jungen Leute de facto nicht gefährdet sind, einen schweren Verlauf zu haben bzw. zu sterben. Ja, da muss schon einiges an Vorerkrankungen da sein. Aber dass ich dann hergehe und jetzt die Jungen von ich weiß nicht wie vielen Jahren, am besten schon im Mutterleib, so kommt es mir manchmal vor, aufwärts alle zu impfen beginne, wohl wissend, dass die Gefahr für diese Gruppe statistisch vernachlässigenswert ist, das macht doch kein normaler Mensch. Das macht doch niemand. Das ist verantwortungslos. Da freue ich mich, entschuldigen Sie bitte, aber da muss ich mich darüber freuen, weil das eine gute Nachricht ist. Und es gibt genügend gute Nachrichten. Ich verstehe ja nicht, warum jemand, der genesen ist, sich wieder impfen soll. Wenn man weiß, wieder aktuelle Studien aus Israel, dass das ein zigmal besserer Schutz ist, als ihn jede Impfung bieten kann. Warum macht man so etwas? Ja, also entweder, warum? Ja, ich weiß nicht, entweder sind die Herrschaften nicht ganz bei Sinnen, ja, oder sie verfolgen irgendeinen anderen Plan. Ist ja alles ein Riesengeschäft da. So ist es ja nicht. Was glauben Sie, wer die 42 Millionen Impfdosen, die bei uns herumliegen, wer die alle finanziert hat, das muss ja auch irgendjemand einnehmen. Ja, da gibt es ja einen Gewinn auch. Na gut, also da wird jetzt die Verschwörungstheorie heftig. Also bitte, so schnell war der Bundeskanzler, dass er im Umfeld, in seinem Büro, im Vorzimmer, von dort heraus die größte Maskenproduktion angeworfen hat zu einer Zeit, als dann in Österreich die FFP2, das ist eine engste Vertraute, und dann die FFP2-Masken dort produziert werden, den ganzen Betrug und Beschiss, den wir alle kennen, inklusive. Aber lieber Herr Kickl, noch einmal abschließend zu diesem Thema. Ja? Sie haben da heute ein bisschen die Nazi-Keule geschwungen. Sie haben mehr oder weniger unterstellt, diese Regierung ist totalitär, das haben Sie, glaube ich, x-mal gesagt. Sie haben anklingen lassen, das erinnert an die Nazi-Zeit. Sie haben von Schutzhaft für Ungeimpfte gesprochen. Wo ist die Schutzhaft, bitte? Soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Na, wir erleben eine Entwicklung, die dazu geht, oder sozusagen in Stufen funktioniert. Wir haben ja auch gesagt, am Ende wird es 1G geben. Haben auch alle gesagt, die Freiheitlichen sind deppert. Jetzt sind wir dort. Ja. Wo es darum geht, den Einzelnen zunächst aus immer mehr Bereichen der Gesellschaft auszusperren. Und ich darf Sie daran erinnern, Sie haben ja selber darüber berichtet, dass da einige, die meistens quasi einmal als Boten ausgesendet werden, um zu schauen, wie kommt es an, dann vom Lockdown für die Ungeimpften träumen. Dann bin ich beim Einsperren. Ne? Dann sperre ich die Leute zu Hause ein. Und das Perverse, und ich habe gesagt, das ist sozusagen so skrupellos, es ist so zynisch in gewisser Weise, ja, ist, dass man sagt, ich sperre dich deshalb ein, weil ich dich damit vor dir selber schütze. Ja? Als ob die Leute zu blöd wären, ihr eigenes Leben zu gestalten. Die machen das von in der Früh bis auf nach 365 Tage im Jahr. Was ist denn dann das Nächste? Weil Autounfälle passieren, sagen wir den Leuten, ich muss dich jetzt vor dir selber schützen, du kriegst keinen Führerschein mehr. Wo endet dieser ganze Wahnsinn? Und ich habe mir dann überlegt, Moment einmal, Schutzhaft ist ein Euphemismus, das ist ein schön färberisches Wort. Das ist eigentlich ein schönes Vokabel für einen grauslichen Inhalt. Und es gibt nur dieses Beispiel, ja, aus der Historie.
Das ist die einzige. Bleiben Sie bei dem Vergleich mit der Nazizeit. Vergleichen Sie wirklich Kurz und Mückstein mit der Nazizeit. Sei stark, Herr Föhr, nicht böse. Ich vergleiche, und jetzt sage ich Ihnen noch etwas dazu, und jetzt haben Sie wieder was zum Nachdenken. Ein Vergleich ist keine Gleichsetzung. Können Sie jetzt nachdenken? Das ist ganz gut für das Gerichtsverfahren, das Sie da droht nach diesem zweiten Einstieg. Immer spannend mit Herbert Kickl. Jetzt macht er Kurz und Mückstein den Nazi-Vorwurf. Bin gespannt, wie die zwei darauf reagieren. Kurze Werbepause, dann hätte ich Sie gerne dazu verleitet, dieser Regierung Noten zu geben und überhaupt Ihre Corona-Bilanz dieser Regierung zu ziehen. Wir sind gleich wieder da. Sommergespräche auf OE24TV. Heute zu Gast Herbert Kickl. Der Parteichef der FPÖ stellt sich den Fragen von Wolfgang Fellner. Jetzt Sommergespräche auf OE24TV. Ja, Herbert Kickl zu Gast beim letzten Sommergespräch von OE24TV. Und das ist natürlich wie immer ein Ende mit ordentlichem Karacho, man könnte fast sagen mit Erdbeben, weil wenn Herbert Kickl hier einreitet, dann bleibt kein Auge trocken. Jetzt haben sie gerade Kurz und Mückstein einen Nazi-Vorwurf gemacht. Geht es Ihnen noch ganz gut, Herr Kickl? Bitte? Herr Fellner, jetzt habe ich schon fast das Gefühl, nur Sie dürfen Nazi-Vorwürfe machen, ne? Sie machen das ja auch dauernd. Ich weiß nicht, wie viele Leute Sie in Ihren Sendungen schon als Nazi bezeichnet haben. Entschuldigung für mich. Ich habe gesagt, dass Sie mit Ausnahme des Herrn Zellner nicht. Ich habe gesagt, es gibt bei dieser Vorgangsweise mit diesem, sage ich mal, Ausgrenzen, Stigmatisieren, Kennzeichnen von Geimpften, gibt es Dinge, die erinnern an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das als Politiker erleben muss, nach all dem, was es in unserem Land schon gegeben hat, dass wir uns solchen Dingen wieder annähern. Und das muss erlaubt sein. Dieser Vergleich ist zulässig. Wenn ich heute jemanden einsperre, so wie die es gemacht haben, ja, um zu sagen, ja, aber ich sperre dich ja nur ein, damit ich dich schütze, ja, wenn Sie in Quarantäne kommen, werden Sie zunächst einmal ausgesperrt werden, zuerst von dem Bereich, dann von dem Bereich, dann von dem, dann kriegen Sie ein Berufsverbot und am Ende steht dann vielleicht noch ein Lockdown für Ungeimpfte. Na, ist das vielleicht etwas, was mit einer Demokratie vereinbar ist? Ich habe letztens sehr interessant eine Fernsehdiskussion aus Schweden gesehen, ich habe mir das übersetzen lassen. Dort hat man darüber diskutiert, ob zum Beispiel Berufsverbote für Ungeimpfte, ob das ginge in Schweden. Und wissen Sie, was die gesagt haben? Da war eine Ministerin dort, die bei dieser Diskussion dabei war, die gesagt, Schweden ist eine Demokratie, sowas ist bei uns undenkbar. Sie fahren ja mit der Regierung ziemlich Schlitten, ja? Zum Gaudium der Wähler, teilweise auch, wo viele sagen, der traut sich was, der Kickl. Sie waren mit dem Kanzler mal in einer Regierung, das war mal Ihr Basti Fantasti, Ihr Vielgeliebter. Was ist denn mit dem passiert, dass Sie plötzlich auf den so eine Wut haben? Ich glaube, mein Basti Fantasti war er nie, das war er nie, Ihrer ist es vielleicht noch, das weiß er nicht, aber das müssen Sie selber beurteilen. Ich mache vielleicht einen Fehler bei der ganzen Geschichte. Ich nehme den Kanzler ernst, vielleicht sollte man das nicht machen. Also nehmen wir die ganzen Korruptionsskandale und alles das her, was es da ja auch in der ÖVP gegeben hat, wo er jetzt im Sommer ein bisschen abgetaucht ist und wo er glaubt, er ist da jetzt wieder aus dem Schwitzkasten der Freiheitlichen ausgekommen. Das wird ihm nicht gelingen. Aber ich nehme ihn einfach ernst. Weil wenn jemand zum Beispiel sagt, er kann mit einem Minister nicht zusammenarbeiten, gegen den strafrechtlich ermittelt wird, und das ist eines seiner stärksten moralischen Argumente beim Aufkündigen dann auch der Bundesregierung mit den Freiheitlichen, und dann sitzt er mit lauter Ministern zusammen, gegen die strafrechtlich ermittelt wird und hat kein Problem, und jetzt ist er selber schon einer von denen, gegen die strafrechtlich ermittelt wird, dann erinnere ich ihn nur daran, was er gesagt hat. Und den Widerspruch aufzuzeigen, das wird ja wohl noch zulässig sein. Ja? Außer Sie sagen, es gehört zum Anforderungsprofil eines Politikers, dass man nur mehr lügt, dann sind Sie beim Kurz richtig. Gut, also erstens, das heißt aber, der Schmerz sitzt noch sehr tief über die Art und Weise, wie sie der Kurz damals aus der Regierung befördert hat. Überhaupt das war ja nicht die feinste englische Art. Überhaupt nicht. Das ist ja auch etwas Seltsames, dass man mir immer mit dieser Sache daherkommt. Sie haben es ja gerade gesagt? Nein. Er hat sie rausgehauen unter völlig falschen Bedingungen, indem er gesagt hat, strafrechtlich. Er hat die Regierung gesprengt und hat dann der Öffentlichkeit erklärt, was die Gründe dafür waren. Erstens hat ja jeder gewusst, dass gegen sie strafrechtlich nichts läuft. Diese Gründe haben nicht gestimmt. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich messe den Kanzler an seinen eigenen Maßstäben.
dass er die nicht erfüllt, das ist nicht mein Problem, sondern das ist sein Problem. Ja, und dass er dort in der Öffentlichkeit immer schlechter ausschaut, das ist auch nicht mein Problem, das ist seines. Aber wie gesagt, bei ihm passen halt das, was er sagt und das, was er tut, in vielen Bereichen nicht zusammen. Jetzt ist er in den Umfragen nicht schlecht unterwegs, jetzt wird er vielleicht die Oberösterreichwahl wieder relativ deutlich gewinnen. Warum? Wenn er so eine schlechte Politik macht. Ja, Herr Fellner, also eines würde mich jetzt schon wundern, wenn ich um hunderttausende Euro eine Kommunikationsstabstelle im Bundeskanzleramt einrichte, also so einen kleinen Medienpalast, ja, wo die alle drin sitzen, die diese Message Control organisieren und so weiter. Wenn ich gleichzeitig den Medienmarkt mit Millionen Steuereuros flute, aber kein Geld habe für den Ausbau von Intensivbetten zum Beispiel und so weiter in Österreich, ja, wenn das alles keine Wirkung hätte, dann würde mir das auch wundern. Natürlich tut das etwas. Und deswegen habe ich schon einmal gesagt, insbesondere die Medien sind so etwas Ähnliches wie die Herz-Lungen-Maschine des Sebastian Kurz. Sie gehören ja auch zu denen, die diesen ganzen Wahnsinn, den er verkündet, nicht hinterfragen. Naja. Nicht ordentlich aufarbeiten und ihn nicht aufklatschen, sondern die das sozusagen hinausposaunen wie ein Lautsprecher und noch verstärken, sodass die Leute glauben, das stimmt. Das wäre eine spannende Diskussion, die in Österreich intensiver zu führen, dass nämlich die Medien da eine unglaubliche Verantwortung haben. Eine unglaubliche Verantwortung. Die Medien haben zu Recht einige Privilegien, das ist richtig, sie sind besonders geschützt, das ist wichtig, ja. Aber sie tragen damit auch ein hohes Maß an Verantwortung, weil für viele Menschen besteht die Wirklichkeit aus dem, was sie zum Beispiel in der einen oder anderen Fernsehsendung sehen. Und jetzt rede ich gar nicht so sehr über Sie, sondern ich rede über die Medien insgesamt und ich rede vor allem auch über den österreichischen Rundfunk, der da in einer ganz besonderen Verantwortung steht und in Wahrheit agiert wie ein Regierungslautsprecher. Das ist eigentlich unglaublich. Welche Note würden Sie dem Kanzler geben? Ich will jetzt keine Noten vergeben. Mhm. Meine Meinung ist bekannt, was ich von der ganzen Regierung halte und von ihrer Politik. Die besteht ja eh nur aus Corona-Versagen, das ist das eine, und aus Steuern erhöhen, das ist das andere. Das kommt jetzt unter dem Ökomännlichen, daher mehr ist ja noch nicht gewesen. Ah ja, und aus Propaganda im Asylbereich. Das sind die drei Komponenten. Ich halte davon gar nichts. Aber es geht nicht darum, ob ich Noten vergebe, sondern es geht darum, dass wir als Freiheitliche ein anderes Angebot machen, ein seriöses Angebot machen, vielleicht auch mit Ecken und Kanten, aber dass wir glaubwürdig sind, glaubwürdig und nachhaltig. Und die Noten vergeben dann die Wähler. Die werden dann die Noten vergeben und die werden dann sagen, na, der hat das besser gemacht oder der hat das besser gemacht. Das werden die Wahlen entscheiden. Sie haben die drei Punkte genannt. Sie haben gesagt, erstens katastrophale Corona-Bilanz. Dabei bleiben Sie logischerweise. Das ist für Sie ein Trümmerhaufen. Die Frage ist jetzt fast beleidigend. Nachdem wir jetzt eine halbe Stunde über Corona... Ich weiß nicht, mit wem Sie sonst zu tun haben, dass man solche Frage war. Ich wollte nur den Ball ins Tor schießen, den Sie ohnehin schon auf den Elfmeterpunkt gelegt haben. Das Zweite war, Sie haben gesagt, da kommt eine Regierung der ständigen Steuerbelastung daher. Sehe ich derzeit nicht, könnte aber natürlich mit der Ökosteuer passieren. Na, wo sind die Steuererhöhungen der letzten Monate? Moment einmal, haben Sie das mitbekommen, dass die Nova für gerade zum Beispiel im Bereich von diesen Familienautos und von diesen Kleintransportern, die gerade die kleinen Unternehmen brauchen, die Arbeitsplätze schaffen, das viel gepriesene Rückgrat unserer Wirtschaft, damit sie auf die Baustelle fahren können und. Schnapsidee. Was bedeutet? Ja, weil man muss ja überlegen, was das alles bedeutet, was das alles teurer macht. Ja? Und dass das Wirtschaften schwerer macht. Das haben wir also schon gehabt. Und jetzt kommt das Erneuerbaren Energiegesetz, alles unter dem Deckmantel, dass man das Weltklima damit dann retten kann. Und dann geht es erst richtig los, weil das wird bedeuten, dass die Energiepreise, die jetzt sowieso schon anziehen, von den Energieversorgern, Klammer auf, der Großteil davon in öffentlicher Hand, also rot oder schwarz, ja, und grün, wo die auch noch dabei sitzen, die Preise erhöhen, werden jetzt die Steuern darauf auch noch erhöht. Das heißt, Energie wird teurer, das heißt, die Produktion wird teurer, das heißt, der Transport wird teurer, das heißt, das Produkt wird teurer und die Leute, die jetzt eh schon kein Geld mehr haben durch diesen ganzen Wahnsinn, gerade die kleinen Leute, ja, werden sich das Leben immer weniger leisten können. Und das kommt auf uns zu, weil dieses Erneuerbare-Energiegesetz wird ja von allen unterstützt. Wir sagen, das ist ein Blödsinn, weil wir damit den Wohlstand im Land gefährden, weil wir damit die Armut erhöhen und weil wir damit die Wirtschaft schädigen in einer unglaublich schwierigen Situation und nichts dazu tun, um das Weltklima zu retten. Womit rechnen Sie denn bei dieser ökosozialen Steuerreform am 1. Jänner 2022? Kurz sagt, es wird für alle besser werden.
Die Steuern werden sinken. Jetzt wissen wir, dass wir auf einem gigantischen Schuldenberg sitzen. Ja? Jetzt wissen wir, dass die Regierung so viel Geld ausgegeben hat wie noch nie zuvor. Geld, das sie im Übrigen nicht hat. Und wir wissen, dass dieses Geld irgendwo zurückzuzahlen sein wird. Und ich halte es für den nächsten Akt der Verantwortungslosigkeit, jetzt den Menschen vorzugaukeln, dass sie in dieser Situation eine Steuersenkung bekommen. Wissen Sie, was sein wird? Die Erhöhungen werden überbleiben. Unter dem Deckmantel der Rettung der Welt. Das muss jetzt in Österreich passieren. Da wird jetzt das Weltklima quasi gerettet. Und unter dem Deckmantel wird abkassiert, weil sie das Geld brauchen, weil sie hinten und vorne kann es mehr haben. Das ist das, was passieren wird. Und damit es besser runtergeht, damit man es besser schlucken kann, wird es eben sozusagen als eine gute Tat für das große Ganze verklärt. Aber das ist es nicht, weil wir spielen weltweit in der Also Sie sagen, es kommen so kräftige Rolle. Steuererhöhungen, vor allem eine kräftige Benzinpreiserhöhung auf uns zu. Ja, es wird, wenn Sie das ernst nehmen, was die Regierung in diesem erneuerbaren Energiegesetz sich vorgenommen hat, ja, dann heißt es ja, dass wir, obwohl wir Spitzenreiter bei den erneuerbaren Energien sind, dass wir bis 2030 de facto nur mehr erneuerbare Energie haben. Ja? Und das Ganze kostet mehrere Milliarden im Jahr, damit sie das überhaupt hinbringen, abgesehen davon, dass da viele andere ungeklärte Fragen dabei sind. Wo werden sie die Windradeln hinstellen? Wo werden sie die 3 Millionen Hausdächer finden, die sie mit Solaranlagen eindecken müssen und so weiter? Aber es kostet mehrere Milliarden im Jahr. Ja, was glauben Sie, wer das zahlen wird? Das zahlt der Steuerzahler. Der zahlt das. Und ein paar grüne Freunde. Nach Ihren Berechnungen? Naja, also die Frau Gewessler glaubt ja, dass sie mit 1 Milliarde da auskommt im Jahr. Aber das ist ein Blödsinn, weil sie braucht, und das haben unsere Leute durchgerechnet, sie braucht mehr als 30 Terawattstunden mehr. Ja, an Energie. Und schon bisher hat man einen Bruchteil von diesen 30 Terawattstunden um knapp unter 1 Milliarde bekommen. Also wie man jetzt auf einmal 30 mit 1 Milliarde finanzieren wird, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Und also es wird teurer. Es wird teurer. Und mit der Energie wird alles teurer. Weil mit der Energie wird nicht nur das Heizen teurer, ja, mit der Energie wird die Produktion von Dingen teurer, wird der Transport von Dingen teurer, alles wird teurer. Und dass die ÖVP so etwas mitmacht und unterstützt, zeigt ja mir, dass das keine Wirtschaftspartei mehr ist. Zumindest nicht für die kleinen und mittleren Unternehmen. Ja, für die Pharmaindustrie und für die IT-Technik, das gefällt denen, glaube ich, diese großen Geschichten. Aber nicht mehr für die Kleinen. Also die huldigen nicht nur einen Gesundheitskommunismus, sondern auch noch einen Ökokommunismus. Und Herr Kickl, dritter Punkt, den Sie gesagt haben, war der Flüchtlingsschmäh. Wie soll ich das verstehen? Naja, was ist das für Sie, wenn wir einen Innenminister haben, der im Jahr 2020 gesagt hat, es gibt de facto einen Asylstopp, weil kein Asylwerber mehr über die österreichische Grenze kommt, der kein Gesundheitszeugnis vorweisen kann. Also wird keiner mehr kommen, weil Gesundheitszeugnis haben die nicht. Und dann schaut man sich die Zahlen an und dann kommen wir drauf, dass im Jahr 2020 das erste Mal seit 2015 wieder ein rasanter Anstieg bei den Asylneuanträgen da ist. Interessanterweise nur in Österreich. Im restlichen Europa geht es nach unten. Was ist das dann als ein Schmäh? Und im Jahr 2021 wird es noch mehr werden. Da kommen wir auf über 20.000, wenn das so weitergeht. Ja, und das trotz Corona. Und dann stellt man sich hin und sagt, ja, aber wir machen so eine strenge Asylpolitik. Sie müssen sich immer den Saldo anschauen. Die Regierung versucht uns auf die 3 oder 4, die es außer Landes bringen, die Afghanen, die es dann nach Rumänien zurückschieben, die 14 Tage später wieder da sind, weil ihre Verwandten in Wien sitzen, auf die versucht sie die Aufmerksamkeit zu lenken. Und die Hunderten, die jeden Tag über die burgenländische Grenze kommen, die versucht man im toten Winkel zu verräumen. Aber wir werden genau diesen toten Winkel ausleuchten. Das heißt, also das ist nur Propaganda, was da kommt. Das heißt, Ihrer Meinung nach gibt es wieder einen kräftigen Flüchtlingszustrom nach Österreich, der gefährliche Dimensionen aller 2015 annimmt. Herr Fellner, jetzt haben wir es jetzt schon. Also wir haben ja, Sie können ja mal ins Burgenland fahren, ich weiß nicht, oder haben Sie da eh auch eine Außenstelle, dann reden Sie mal dort mit den Leuten, was da jeden Tag hereinkommt. Die werden dann alle in den Bus verladen und dann fahren sie ins nächste Asyllager und dann sind sie da und dann bringen wir sie nicht mehr raus. Das ist so. Im Übrigen seit dem Jahr 2011 bis jetzt immer an erster und zweiter Stelle Syrer und Afghanen. Immer so. Ja? So,
Jetzt sind die Lager schon voll, jetzt werden sie dann wieder zwangsverteilt gegen den Willen der Bevölkerung in Österreich. Jetzt kriegen zum Beispiel eine winzige Kärntner Gemeinde, kriegt jetzt mit einem Schlag, glaube ich, 150 unbegleitete Minderjährige, ja, gegen den Willen der Bevölkerung. Und gleichzeitig tut man so, als ob man restriktive Asylpolitik hat. Und jetzt haben wir noch nicht einmal das, was in Afghanistan aufgebrochen ist. Das ist ja da noch gar nicht eingerechnet. Was glauben Sie, wo die Leute, die jetzt in Afghanistan sitzen, die flüchten wollen, wo die hingehen werden? Die werden dorthin gehen, wo schon die Afghanen sind. Und wo sind die Afghanen? Die Afghanen sind zum Großteil in Österreich. Wir haben 8 Millionen Einwohner und haben ungefähr 45.000 Afghanen. Und wir haben dort unten nicht... Das lassen Sie mich noch fertig sagen. Nur damit wir... Wir haben dort unten nicht Krieg geführt. So wie die Amerikaner oder so wie die Deutschen. Die Deutschen haben ein bisschen mehr als 80 Millionen Einwohner und haben 148.000 Afghanen. Die müssten über 400 haben, wenn es in der österreichischen Relation ist. Das heißt, die gehen dorthin, wo ihre Verwandten sitzen. Und das heißt, die werden wir relativ bald da haben. Und der Nehammer wird jeden Einzelnen hereinlassen, der das Wort Asyl aus dem Mund herausbringt. Und das ist der falsche Weg. Herr Kegel, sehen Sie gelegentlich CNN und was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Bilder sehen aus Kabul, wo also da Frauen mittlerweile mit Holzprügeln durch die Straße gejagt werden? Ja, Herr Fellner, das ist furchtbar. Aber das ist die Verantwortung der Amerikaner. Das ist die Verantwortung der Amerikaner. Die haben 20 Jahre lang dort Krieg geführt. Im Übrigen mit vielen westlichen Verbündeten. Die haben 20 Jahre lang dort angeblich die Demokratie implementiert. Ja, und jetzt hinterlassen sie dort einen Trümmerhaufen. Jedem geht das ans Herz. Aber glauben Sie, dass irgendjemandem damit geholfen ist, wenn ich jetzt da eine Betroffenheitsrhetorik heraushängen lasse, so wie das alle machen? Das wäre mal was anderes, wenn Sie eine Betroffenheitsrhetorik heraushängen. Wenn wir gleichzeitig wissen, das ist heuchlerisch. Weil wir gleichzeitig wissen, dass wir diesen Menschen nicht helfen können. Warum helfen die Amerikaner nicht vor Ort? Die Amerikaner haben in der Region lauter verbündete Staaten, stinkreich alle, weißt du, das Öl in ihrer Wüste. Aber Sie haben, was ist mit diesen Leuten? Sie was haben eine Betroffenheit, wenn Sie das sehen in Kabul. Ja, aber ich habe auch eine Betroffenheit, wenn man die Bilder aus Afrika sieht. Ich habe auch eine Betroffenheit, wenn man sieht, wie Leute dort verhungern. Ich habe auch eine Betroffenheit, wenn man die Leute in Slums in Südamerika sieht. Aber es ist verlogen, als österreichischer Politiker diese Betroffenheitsrhetorik hinauszuhängen und damit so zu tun, als hätte man damit schon etwas gemacht. Und ich habe noch eine größere Betroffenheit, und jetzt bin ich beim österreichischen Politiker, wenn ich sehe, wie die Armut im eigenen Land grassiert. Wenn ich sehe, dass Leute die Mülltonnen durchwühlen müssen hinterm Supermarkt, damit sie was Essbares haben. Wenn ich sehe, dass die Leute, die sie teilweise auch dafür genieren, in den Sozialmarkt gehen müssen. Ja, dass sie sich die Kleidung nicht, weil sie Öko-Freaks sind, sondern weil sie es nicht leisten können im Second-Hand-Laden oder die im Supermarkt die abgelaufenen Lebensmittel kaufen müssen. Das ist grauenvoll. Aber was hat das mit ein paar afghanische Flüchtlinge zu tun? Ja, noch einmal, Herr Fellner, jetzt verstehen Sie das nicht. Die afghanischen Flüchtlinge sind eine bedauernswerte Gruppe, denen in der Region zu helfen ist. Bei den Nachbarstaaten. Jetzt bin ich bei den Amerikanern. Ich weiß nicht, warum Sie das nicht hören wollen. Die Amerikaner haben lauter stinkreiche Verbündete in der Region. Die Saudis wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Ja. Die Kuwaitis sind stinkreich. Was hindert eigentlich diese Staaten, Hand in Hand mit den Amerikanern hier große humanitäre Hilfsaktion zu machen? Und wir kümmern uns um die eigenen Leute. Und wenn in unserer Nachbarschaft etwas aufbricht, dann brauchen wir die Amerikaner nicht. Das haben wir genauso geschafft mit den Ungarn. Damals, das haben wir geschafft beim Jugoslawienkrieg, das hat man geschafft bei der Besetzung der Tschechoslowakei. Da waren wir zuständig. Da waren auch nicht die Saudis zuständig. Oder da war auch nicht die andere Regierung. Sie haben ja mal vollmundig angekündigt, dass Sie noch Innenminister waren, dass Sie ein Drittel mindestens dieser in Österreich aufhältigen Afghanen abschieben würden. Ja, also ich meine, wir haben ja auch abgeschoben. Naja, aber ein Drittel nicht. Ja, mit all den Schwierigkeiten. Aber Herr Fellner, wenn Sie mir genau zugehört, ich habe immer zwei Dinge vertreten als Innenminister. Das eine ist, und das hat mich gestört, aber man muss es machen, das ist die Reparatur. Das ist sozusagen ein Problem, das wir jetzt schon haben, zu reparieren. Aber das macht nur einen Sinn, wenn ich auf der anderen Seite ansetze und gleichzeitig dafür sorge, dass kein neues Problem entsteht. Weil mir nutzt das nichts. Und da versagt die Regierung ihrer Meinung. Naja, selbstverständlich, weil sie das Asylsystem nicht versucht umzudrehen, so wie wir das gemacht haben. Es darf auf Boden der Europäischen Union
und auf österreichischem Boden keinen Asylantrag mehr geben von jemandem, der nicht aus einem unmittelbaren Nachbarland kommt. Und wenn wir das nicht endlich so machen, dann werden wir immer nur Passagier in dem Projekt sein. Und dann wird es einfach passieren, dass insbesondere in den Ballungsräumen, wo jetzt eh schon der Großteil von diesen Leuten sitzt, wir einen vollkommenen kulturellen Wandel haben. Das wird passieren. Da werden die Österreicher zu Fremden in der eigenen Heimat. Und dagegen wehren wir uns, weil es auch ein Menschenrecht auf Heimat für die österreichische Bevölkerung gibt. Und das sehe ich nicht bei der ÖVP. Im Gegenteil, der Ottmar Karas, bitteschön, das ist der höchste Vertreter der ÖVP, in der Europäischen Union. Das ist der Erste, der sich freut, wenn der Viktor Orban, weil er restriktive Asylpolitik macht, von der Europäischen Union wieder verurteilt wird. Das müsste der Erste sein, der aufschreit und sagt, hey, wir müssten es alle so machen wie der Orban, weil das wird in der Welt verstanden. Dann werden keine falschen Anreize mehr gesetzt und dann ersparen wir uns auch dieses ganze Leid und diese tragischen Bilder, wenn Leute dann im Meer ertrinken und, weil sie sich erst gar nicht auf den Weg machen. Gut. Das war Herbert Kickl, die dritte schon, so schnell vergeht die Zeit. Eine kurze Pause noch, dann kommt das Finale des Sommergesprächsfinales. Dann möchte ich mit dem Herbert Kickl reden, ob es Neuwahlen bald gibt, ob er wieder in der nächsten Regierung sein wird als Vizekanzler und wie er die Zukunft der heimischen Innenpolitik sieht und wichtigste Frage, ob Norbert Hofer Bundespräsident wird. Wir sind gleich wieder zurück. Sommergespräche auf OE24TV. Heute zu Gast Herbert Kickl. Der Parteichef der FPÖ stellt sich den Fragen von Wolfgang Fellner. Jetzt Sommergespräche auf OE24TV. Ja, Finale vom Finale. Letzte Runde mit Herbert Kickl in den Sommergesprächen. Und da muss es natürlich um die Zukunft der FPÖ gehen. Da muss es natürlich auch um die Zukunft der Politik in diesem Land gehen. Herr Kickl, Sie haben mehrmals so unterschwellig in diesen Sommergesprächen angedeutet, die Regierung gibt es nicht mehr lang, es kommen eh Neuwahlen. Ist das Ihr Ernst? Ja, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, wenn es da haben Sie wieder was gehört, was niemand gesagt hat. Manchmal höre ich bei Ihnen zwischen den Zeilen Kickl-Töne, hören, die niemand sagt. Ja, genau. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, wenn es zu Wahlen kommt, dann ist es mein Ziel, diese Regierung wirklich aus dem Amt zu jagen, als ausgleichenden Akt der Gerechtigkeit für all das, was sie den Menschen jetzt in dieser Corona-Krise angetan hat. Von der Beraubung der Grund- und Freiheitsrechte bis hin zum wirtschaftlichen Desaster, zu den wirklichen Verbrechen, was man unseren Kindern in den Schulen antut und. Das ist eine andere Frage als die Frage. Das ist eine andere Frage. Ich glaube, dass diese beiden Parteien, sich weiter aneinander ketten werden. Die sind nicht so weit auseinander, wie das manchmal ausschaut. Also die Not und das Elend in Kombination werden uns noch länger erhalten bleiben, weil es gibt ja nur inhaltlich sozusagen zwei Bruchlinien, wo man glaubt, dass es da kriseln könnte. Das eine ist die Asylproblematik, aber Sie haben ja gesehen, auch bei den ganzen Sommergesprächen, wie entspannter der Werner Kogler gewesen ist, weil er genau gewusst hat, dass das ganze Gerede von wegen Abschiebungen und harter restriktiver Asylkurs, das der Herr Nehammer macht, nicht den Tatsachen entspricht. Da kann der Grüne ganz entspannt sein. Und das Zweite ist das Umweltthema, wo man glaubt, dass die ÖVP einen anderen Kurs fährt. Dazu muss man nur wissen, dass die ÖVP immer mit den Umweltministern, die sie ja in der Vergangenheit gestellt hat, dass das die Partei gewesen ist, die zu jedem internationalen Treffen gefahren ist, diese ganzen CO2-Reduktionen und alle diese Dinge dort mit beschlossen hat und mit dem Zeug im Gepäck dann wieder nach Österreich gekommen ist und jetzt den Menschen erklärt, ja, jetzt müssen wir es umsetzen, weil die anderen das wollen, sonst müssen wir strafzahlen. Das heißt, auch da trifft man sich. Ich glaube, der einzige Punkt, wo es wirklich kritisch sein könnte, das ist die Frage, was ist, wenn an der Justizfront etwas passiert. Also wenn der Bundeskanzler zum Beispiel eine Anklage bekommt, dann wird es, glaube ich, spannend, dann kommt eine Dynamik. Aber Sie glauben eher nicht an Neuwahlen, weil Sie meinen, da klammern sich zwei Ertrinkende aneinander. Ja, also ich glaube, dass beide wissen, dass es besser für sie nicht wird. Und warum sollte jetzt jemand in eine Neuwahl hineingehen, um im Idealfall etwas Schlechteres zu bekommen, als er beim letzten Mal gehabt hat? Naja, es könnte ein Sebastian Kurz, wir werden ja gleich die Umfrage sehen, jetzt möglicherweise auf 40% oder mehr kommen und dann sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Und dann könnte er sich möglicherweise ja wieder mal die FPÖ aussuchen.
Wären Sie bereit, nach einer Neuwahl wieder in eine Koalition mit Kurz zu gehen, wenn der Platz 1 ist und Sie Platz 2? Also, ich bin ja kein Fanderl im Wind, ja, sondern wir haben einen Kurs eingeschlagen, zu dem, den ziehen wir durch und zu dem stehen wir auch nach den Wahlen. Ich habe gesagt, das ist mit einem Sebastian Kurz eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt mit Sebastian Kurz in eine solche Koalition hineinzugehen, würde ja bedeuten, alles das schön zu reden, was jetzt zu Recht von uns kritisiert wird, in der Corona-Politik, die Grund- und Freiheitsrechtsverletzungen am laufenden Band, alles, was da passiert, das ganze wirtschaftliche Desaster, das müsste man ja dann schönreden. Das würde bedeuten, wegzuschauen oder zuzudecken, da wo wir jetzt hingeschaut haben und aufgedeckt haben im gesamten Untersuchungsausschuss. Also eine solche Verbiegung, das gibt es bei mir nicht. Also eine Regierungsbeteiligung ist für Sie derzeit nicht attraktiv. Herr Fellner, Sie haben da eine Rechnung mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Wer sagt wirklich, dass Sebastian Kurz so gut abschneiden wird? Wer sagt wirklich, dass Sebastian Kurz derjenige sein wird, der große Spieler nach der Wahl ist? Da gibt es so viele Unbekannte in der Rechnung, dass mein Vorschlag der wäre, lassen wir mal zuerst die österreichische Bevölkerung abstimmen, die Noten verteilen und dann schauen wir weiter, wie die Konstellation wirklich ist. Und vielleicht ist Sebastian Kurz dann um vieles kürzer. Aber würden Sie noch einmal gerne in eine Regierung gehen? Ich habe immer gesagt, dass selbstverständlich eine politische Partei das Ziel haben muss, in einer Regierung für die Bevölkerung zu gestalten. Ja? Das ist das Ziel. Es muss aber dann auch heißen, die Wahlversprechen, die man gegeben hat, umzusetzen. Das heißt, keine faulen Kompromisse einzugehen, wie man das jetzt permanent bei den Grünen sieht, die ja nur mehr ein Argument haben, sie müssen in der Regierung bleiben, weil sonst kommen die Freiheitlichen hinein. Das ist die Universalausrede. So wäre es ja vermutlich auch. Für jeden Umfaller. Also prinzipiell selbstverständlich ja. Aber wie gesagt, es geht um die Kraft, die man dort einbringen kann. Also so eine Schwachmatiker-Beteiligung wie teilweise bei den Grünen, das kann man vergessen. Es geht um die Kraft. Na, Sie werden ja dann Vizekanzler vermutlich. Es geht um die Kraft, die man dort hat und es geht sozusagen um das Kurshalten. Weil die Leute wählen einen ja für das, was man versprochen hat. Nicht? Und da sind für mich die Grünen ein abschreckendes Beispiel, weil sie alles verraten und verkauft haben, was sie versprochen haben und den Anstand vor der Tür gelassen haben und auch die ÖVP, weil sie meilenweit von einem restriktiven Kurs weg ist. Und all das werden wir in einer Wahlbewegung solide aufarbeiten. Und ich freue mich auf eines ganz besonders, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, auf die persönliche Diskussion mit dem Herrn Kurz. Weil beim letzten Mal sind wir noch davon gelaufen. Ja, da hat er noch einmal den Joker ziehen können, weil da hätte ich nämlich schon einmal gegen ihn diskutieren sollen. Da hat er dann das Weite gesucht. Ich glaube, das wird ihm diesmal auf Dauer nicht gelingen. Und das wird eine interessante Sache. Aber es gibt ja politische Insider, die sagen, die nächste Regierung hätte gute Chancen, ein Kanzler Kurz und ein Vizekanzler Kickl, der gleichzeitig Finanzminister ist. Wäre das für Sie attraktiv? Herr Fellner, über solche Dinge lohnt es sich gar nicht zu reden. Nein, entschuldigen Sie, wenn man darüber nachdenken wird. Noch einmal. Also eine prinzipielle Regierungsbeteiligung ist immer ein Ziel. Ich habe Ihnen meine Meinung zu Sebastian Kurz gesagt. Sebastian Kurz steht für einen politischen Stil, der nicht der meine ist. Ja, da trennen uns Welten. Ich kann nichts anfangen mit dieser Politik, die eigentlich, ich sage es jetzt einmal so, keinen wirklich gefestigten Kern hat. Wenn jemand ohne eine feste Überzeugung von dem, was falsch und richtig ist, durchs Leben geht, sondern immer nur schaut, was ist gerade halbwegs modern. Das ist der Stil des Sebastian Kurz. Ich stehe für etwas anderes. Und Regierungsbeteiligung, ja, da kann man dann drüber reden. Das wird man sehen, in welcher Konstellation. Aber man kann auch als Oppositionspartei sehr, sehr viel bewegen. Das Einzige, was nicht geht, ist, beides gleichzeitig am selben Ort zu wollen. Das geht sich nicht aus. Herr Kickl, Sie haben ja, man möchte sagen, ziemlich radikal Ihre Partei übernommen. Manche sprechen vom Putsch, andere sagen, Sie haben den Hofer dort hinausgemobbt, während er im Sanatorium war. Herr Fellner, jetzt spiele ich Sprachpolizei, weil Sie vorher so genau waren. Wo ist denn ein Putsch eigentlich? Haben Sie schon einmal nachgeschaut, was ein Putsch ist? Ich sage, einige sagen, Sie haben die rausgeputscht. Waffengewalt? Ja, bei Ihnen ist die Waffe das Wort, wie wir wissen, Herr Kickl. Anyway, ja. Gut. Aber, also ein bisschen vorsichtig. Also Putsch tun Sie sofort weg und sagen, Herr Fellner, nehmen Sie das Wort Putsch nicht in den Mund.
Darf ich gemobbt in den Mund nehmen, nein, dass Sie ihn weggemobbt haben? Also ich wüsste nicht, woraus Sie das ableiten. Naja, weil der Arme war im Sanatorium und in der Zwischenzeit haben Sie die Partei übernommen. Na, das ist ja auch eine Legendenbildung, die Sie da betreiben, weil Norbert Hofer war zwar auf Reha, ja, hat aber seine Amtsgeschäfte ganz normal weitergeführt. Ich glaube, er hat sogar in dieser Zeit mit Ihnen Interviews gemacht. Ja, aber aus der Reha. Und, ja, also entweder ist man jetzt im Dienst oder man ist nicht im Dienst. Und wenn ich nicht im Dienst bin, gebe ich auch keine Interviews. Aber Sie haben ja dann die Partei relativ rasch übernommen und, man muss sagen, ein sensationelles Ergebnis bei dem Parteitag erzielt. Ist die Partei jetzt geeint? Ist die Partei jetzt wieder auf Siegeskurs, Ihrer Meinung nach? Ja, die Partei war immer geeint. Naja. Man hat ja versucht, hier von außen Dinge hineinzutragen. Herr Fellner, was habe ich nicht alles gehört und gelesen? Also wir sind unterwegs in die prozentuelle Einstelligkeit. Die Leute werden massenweise aus der Freiheitlichen Partei austreten. Wir haben geschrieben, der Kickl wird den Hofer wegmobben, ja, und so war es ja dann. Ganze Bundesländer werden sich abspalten und so weiter. Und im Gegenteil, also ich sehe, dass wieder ein ordentlicher Zug in der Freiheitlichen Partei drinnen ist. Wir haben sozusagen einen Zug zum Tor entwickelt. Wir tun nicht im Mittelfeld herum, sondern wir versuchen, Tore zu erzielen am politischen Spielfeld. Und noch einmal, weil das Spielfeld ist, glaube ich, gerade ein gutes Bild dafür. Norbert Hofer hat das Spielfeld nicht verlassen, sondern er ist weiter am Platz, er hat nur die Position geändert. Und Sie sehen ja in den Umfragen, auch bei Ihnen, Sie sind zwar ein bisschen hinten noch bei den anderen, aber wir nähern uns den 20%, bei einem Institut haben wir das schon, und es läuft gut für die Freiheitliche Partei, es läuft gut. Und alle diejenigen, die uns ein Begräbnis vorausgesagt haben, die müssen den Leichenschmaus jetzt dann woanders feiern. Was ist denn Ihr Ziel? Wie ich Sie kenne, und ich kenne Sie mittlerweile schon ganz gut, ist 20% nicht Ihr Ziel, sondern legen Sie sich die Latte zumindest auf 25%, oder Sie wollen vielleicht sogar Erster werden, auch das da ich Ihnen zu als Wahlansage. Es geht darum, so stark wie möglich zu werden. Aber was ich natürlich schon sehe, und ich glaube, Sie sehen uns auch, nämlich im Rückspiegel, das ist die SPÖ. Ich glaube, das ist also jetzt sozusagen ein lohnenswertes Ziel, einmal die SPÖ zu schnappen. Weil in Wahrheit ist das eine Partei, deren Parteiführung, muss man sagen, ja, die ja irgendwo in einer Bobo-Blase lebt und sich mit lauter weltfremden Dingen beschäftigt, eine Mentalität hat, dass man die eigenen Leute, die eigenen Funktionäre und die eigenen Wähler spüren lässt, dass sie ihnen fast peinlich sind. Ja? Und das ist ein ganz klares Angebot also von mir. Sie wollen das ist ein ganz klares Angebot von mir. Die Leute, für die sich die Frau Randy Wagner und alle anderen da in der SPÖ-Schnöseltruppe, für die sich die zu fein sind, diese Leute nehme ich gerne. Die brauchen eher anständige Vertretung, die brauchen eine geerdete Politik. Jemand, der darauf schaut, dass sie nicht unter die Räder kommen bei dieser Teuerungswelle. Jemand, der die Prioritäten im eigenen Land setzt und nicht ein Weltverbesserungsprogramm fährt. Und ich glaube, da ist auch in dem Bereich viel drin. Und dann schauen wir weiter. Ja, also Ihr Ziel ist Zweiter, damit ist Ihr Ziel ein Regierungsanspruch. Ja, das damit ein, das ist Ihr Ziel, wieder zurückzukehren zu Türkis-Blau und Türkis-Grün abzuwählen. Warum? Sie denken viel zu eindimensional. Ich denke ganz normal, logisch. Sie denken viel zu eindimensional. Sie gehen davon aus, dass der nächste Spitzenkandidat der österreichischen Volkspartei Sebastian Kurz heißt. Ja, woher wissen Sie das? Wer weiß, was da noch alles daherkommt? Anklagemäßig meinen Sie? Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. So, also, ja, die Innenpolitik ist ja oft reich an Überraschungen. Und aber die Frage war ja nicht kurz, sondern die Frage war ja, wollen Sie wieder in die Regierung? Da haben Sie vorher eh schon gesagt, ja. Und dazu war meine Frage, warum glauben Sie, dass Türkis-Blau so viel besser ist als Türkis-Grün? Was ist das Debakel dieser Regierung? Naja, das kann man ja relativ einfach beantworten, weil die ÖVP ohne einen Mutmacher an ihrer Seite in Wahrheit ja eine Partei ohne alle Prinzipien ist. Ich habe in einem im Sommergespräch, glaube ich, im ORF gesagt, da haben sich der Herr Filzmeier und andere darüber lustig gemacht. Ich habe gesagt, die ÖVP ist zum Beispiel eine Partei, die gesellschaftspolitisch links steht. Und natürlich ist das so. Die ÖVP, das sind die Ersten, die überall die Regenbogenfahnen raushängen. Das sind, okay. Das sind die Ersten, ja, selbstverständlich. Na, wo denn? Naja, Sobotka und Wöginger, das sind die Ersten, die, wenn es darauf ankommt, eine restriktive Asylpolitik machen, gemeinsam mit den Linken gegen die freiheitlichen Anträge stimmen, obwohl sie sich in der Koalition herausverhandelt haben, dass man da gegen die Grünen stimmen darf. Also die sind in Wahrheit links
Und wenn die Freiheitlichen nicht dabei sind und nicht aufpassen, ja, dann geht es sozusagen in die falsche Richtung. Und deswegen, das ist auch meine Warnung für Oberösterreich. Ne? Das ist gut, dass die Freiheitlichen da drinnen sind. Wir haben ja auf Bundesebene gesehen, zum Beispiel in der Asylpolitik, kaum war ich weg, hat man, und zwar binnen 24 Stunden im Auftrag der ÖVP, ganz wesentliche Maßnahmen, die es braucht, um Österreich als Asylstandort unattraktiv zu machen, wieder rückgängig gemacht. Ja? Das zeigt ja, wie die ticken. Wenn da nicht ein starker Partner an ihrer Seite ist, jemand, der sie in Wahrheit führt, jemand, der sie führt, weil er ein klares Ziel hat, weil er ein Gesellschaftsbild hat und weil er ein Menschenbild hat, ja? Dann fangen die sofort an zu schlingern, weil diese Leute wie Sebastian Kurz überhaupt keine ideologische Erdung haben und gar nicht wissen, wo sie hinkehren. Das heißt, Ihrer Meinung nach ist Türkis-Grün eine links-linke Regierung, wenn ich das gesellschaftspolitisch richtig interpretiere? Gesellschaftspolitisch auf jeden Fall. Schauen Sie sich das an. Haben Sie irgendwo, da wird gegendert, auf Teufel komm heraus, Sprachvergewaltigung würde ich so etwas nennen. Sobotka ist der allererste, der dabei ist, jetzt bin ich wieder bei diesen Regenbogenfahnen, diese ganzen Dinge mit Diversity und so weiter, nicht, dass man das nicht machen soll, aber das steht teilweise im Zentrum dieser Politik. Ja? Mhm. Und da unterscheidet sich die ÖVP in all diesen Dingen überhaupt nicht von den Grünen und überhaupt nicht von und den Roten. Und Sie würden eine Regierung wieder auf einen stramm rechten Kurs zurückführen? Das, was Sie stramm rechts bezeichnen, bezeichne ich als normal und hausverständig. Und ich glaube, das ist das, was es in Österreich braucht. Herr Kickl, Abschlussfrage noch, weil Sie gesagt haben, der Herr Hofer ist nach wie vor bei Ihnen, nur auf einer anderen Position. Ich nehme an, Sie meinen damit als zweiter Nationalratspräsident, ne? Er ist dritter Nationalratspräsident. Dritter Nationalratspräsident. In der Partei selber hat er ja kein Amt mehr, ne? Nein, aber es war ja auch seine Entscheidung nach der letzten Nationalratswahl ganz bewusst, nicht die Funktion des Klubobmanns anzustreben, sondern eben in die Funktion des Nationalratspräsidenten zu gehen, weil er offenbar von seinem ganzen Gefühl her sich dort wohler fühlt. Und das ist ja auch etwas Wichtiges. Also man kann ja authentisch auch nur in einer Rolle sein, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, dass er auch froh ist, dass er die Last auch des Parteiobmannes und des Klubobmannes nicht tragen muss und damit den Freiraum hat, den es braucht und was ihm auch entgegenkommt, sozusagen in seinem eher präsidialen Zugang zu den Dingen. Wollte ich gerade ansprechen, die nächste Wahl ist die Präsidentenwahl. Haben Sie da ein Herz, das ein bisschen jauchzt, weil es sagt, wir haben unseren Kandidaten schon, während die anderen noch keine Ahnung haben, ob sie gegen Van der Bellen überhaupt antreten werden? Oder sagen Sie, das ist völlig offen, das ist noch lange nicht ausgemacht, dass der Herr Hofer unser Bundespräsidentenkandidat ist? Also erstens einmal habe ich von den anderen anderes vernommen. Ja, also ich habe von den anderen vernommen, und das macht mir ja schon stutzig, dass die SPÖ, wenn Van der Bellen antritt, keinen eigenen Kandidaten aufstellen will. Genau, sagte ich ja. Und ich habe von der ÖVP vernommen, dass wenn Van der Bellen antritt, sie auch keinen eigenen aufstellen werden. Das macht mich ja schon besonders stutzig, nicht? Also die sind so zufrieden mit diesem Erfüllungsgehilfen in der Hofburg, dass gar keinen eigenen mehr brauchen. Ist besser, wenn ein Grüner sitzt, der alles macht, als wenn dort auch noch ein Schwarzer ist. Ja? Genau. Ja, und dann stellt sich die Frage, ob man dem Herrn Van der Bellen das Feld alleine überlässt. Und ehrlich gesagt, das entspricht nicht meiner Vorstellung. Davon gehe ich aus. Ja, aber ich werde Ihnen jetzt auch nicht verraten, wie wir das Ganze angehen werden, weil ein großer Erfolgsfaktor auch beim letzten Mal bei der Bundespräsidentschaftswahl war, dass wir uns sehr, sehr spät in die Karten schauen haben lassen und alle überrascht haben. Das heißt, auch so sein. Das heißt, Sie sagen, Hofer ist noch nicht unser Kandidat? Ich sage überhaupt nichts dazu. Ja, schon, aber das ist ja ganz einfach. Sie können sagen, Hofer ist unser Kandidat. Oder Sie sagen, Hofer ist nicht der Kandidat. Noch nicht der Kandidat. Wir stellen dann auf, wenn wir wissen, wer die anderen Spieler sind. Wer sonst spielt da noch alle mit? Und genauso haben wir es beim letzten Mal gemacht. Alle haben gesagt, das wird ein Desaster werden für die Freiheitliche Partei. Und rausgekommen ist eines der besten Ergebnisse, oder das beste Ergebnis, das wir in der Parteigeschichte haben. Würde Hofer Ihrer Meinung nach eine Wahl gegen Van der Bellen gewinnen? Es ist alles möglich, wenn man es gut macht. Trauen Sie sich zu, die nächste Nationalratswahl zu gewinnen? Herr Fellner, wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass unsere Antworten, die freiheitlichen Antworten, die richtigen sind für die gegenwärtigen Herausforderungen, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen als Parteiobmann der FPÖ. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob ich mir das zutraue, sondern die entscheidende Frage ist, ob die Wählerinnen und Wähler uns das zutrauen. Und da ist noch ein bisschen Zeit dorthin. Aber für mich die spannende Frage ist,
Würden Sie eine Kanzleransage machen? Würden Sie sagen, ich will Kanzler werden, ich will Erster werden bei der nächsten Wahl? Wissen Sie was, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bis dorthin wird noch ein bisschen Zeit vergehen und ich glaube, ich komme noch öfters bei Ihnen vorbei, dann reden wir wieder. Sie überlegen noch, ob Sie eine Kanzleransage machen sollen. Ich komme sicher wieder mal bei Ihnen vorbei. Und in der Zwischenzeit überlegen Sie noch, ob Sie Kanzler. War schön mit Ihnen, Herr Kickl, wie immer spannend. Das war das letzte Sommergespräch. Freue mich, dass ich es moderieren durfte mit Herbert Kickl. Sage Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Es waren ja immerhin 5 spannende Gespräche, teilweise oder mehrheitlich mit Isabel Daniel und Niki Fellner. Heute mit mir. Ich sage dem Herbert Kickl danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wechsel jetzt wieder ins andere Studio. Dort sitzt schon Wolfgang Rosam und der hat die Umfrage der Woche vor sich liegen. Der wird gleich sagen, wie gut liegt der Herbert Kickl in der Sonntagsfrage. Ist er schon bei den 20%, zu denen er gar nicht kommen will? Wie gut liegt er in der Kanzlerfrage? Kann er schon eine Kanzleransage machen oder ist er vom Kurz, den er nicht mehr lange im Amt sieht, noch weit entfernt? Und vor allem, wer hat denn die Sommergespräche gewonnen? Wer ist der Sieger der Sommergespräche in diesem Jahr? Das erfahren Sie gleich von Wolfgang Rosam und mir.